Unsere Profis von Borussia Mönchengladbach fahren natürlich auch immer ein Stück mit dem Bus zum Auswärtsspiel. Wie die Fans dahin kommen, da gibt es viele unterschiedliche Wege. Was ich jetzt schon weiß, 5000 Fans sind am Samstag in Hannover von Borussia Mönchengladbach mit dabei und unterstützen unsere Fohlen. Man muss sagen, die Statistik bis jetzt spricht auch für die Borussia. Von den letzten 6 Spielen gegen Hannover konnten 5 gewonnen werden. Die letzten 3 Auswärtsspiele hat die Borussia ebenfalls gewonnen. Also eigentlich ein wunderbarer Rückenwind für unsere Jungs, oder? Wie alles Spiel. Für mich ist egal, wo wir spielen, auswärts oder zu Hause. Wir spielen gleich, wir probieren immer gleich zu spielen. Klar habe ich das Spiel in Wolfsburg gesehen. Wir haben hervorragend gespielt, gut organisiert. Taktisch sehr, sehr seriös. 4-4-2 klar. Und Balleroberung, Konter, sehr, sehr gefährlich. Wir kennen die Qualität von diesem Kader. Ich spreche auch von Hannover, dass wenn niemand das sieht, ja, du bist blind, sie sind gut. Aber wie gesagt, wir wollen unser Spiel machen. Und wenn das klappt, sollte auch was drin sein am Samstag um 18.30 Uhr in Hannover. Das wird ein knappes Ergebnis. Aber ich denke mal, wir holen dann Sieg. Wir haben super gespielt, mehr gegen Wolfsburg. Und ja, die brauchen jeden Punkt. Und es wird ein hartes Spiel. Ich nehme an, dass sie daheim auch noch eine Schippe drauflegen. Dann sollen die eine Schippe drauflegen. Wir bringen einfach eine Schubkarre mit und klauen die Punkte aus Hannover trotzdem. Wir müssen spielen, wie immer spielen, mit viel Ballbesitz. Und dann kommt die Chance und dann machen wir die Tore auch. Bei den Borussen sind außer Verteidiger Ruhl Brauers alle Spieler fit. Auch Toni Janschke, und der wird wahrscheinlich wieder für Alvaro Dominguez in der Innenverteidigung spielen. Wenn ich nicht mit ihm spiele, es wäre schwer für ihn zu verstehen. Seit er Innenverteidiger spielt, er hat das gut gemacht. Er ist für mich gut hier. Für mich, Julian Kort spielt rechts, und das ist schwer für mich, etwas zu ändern, vor allem mit ihm. Kommen wir zu Stürmer Luc de Jong. So wie hier im Borussendress werden wir ihn ja erstmal nicht mehr sehen. Bis zum Ende dieser Saison ist er an den englischen Premier League Club Newcastle United ausgeliehen. Newcastle United sicherte sich im Rahmen des Ausleihgeschäfts außerdem die Möglichkeit, den 23 Jahre alten Niederländer im Sommer zu einer festgelegten Transfersumme zu verpflichten. Bei uns hat er in 45 Pflichtspielen für die Borussia 8 Tore gemacht. Die Frage ist so, an wen müssen wir denken? Wir müssen an uns denken, ich spreche von Verein. Du musst auch an Luc denken. Er war hier, er hat nicht viel gespielt. Er ist ein guter Spieler, das ist keine Diskussion. Er ist auch menschlich top für mich. Aber er spielt nicht, weil momentan vorne sind Rafael und Kruse. Das ist schwer zu ändern momentan. Momentan, weil es kann schnell gehen im Fußball für alle Spieler. Aber es war vielleicht besser für uns und für ihn auch. Wir müssen auch an ihn denken, weil er gehört noch Gladbach auch. Und hoffen wir, dass er dort glücklich ist und dass er dort spielt. Für Stürmer Peniel Mlapper könnte das eine Chance sein, zumindest noch mal im Kader zu stehen. Vielleicht sogar schon am Samstag gegen Hannover. Ja, das ist eine Möglichkeit. Ja, natürlich. Ja.